Damit direkt in Seele. Gucken, ob sie da wieder rauskommen. Sind jetzt mit 3 Mann, glaube ich, auf dem Weg zu B. Also TNT Tiger in Blau aktuell noch hinten, kriegen jetzt vielleicht Kontrolle über die B-Flagge. Obwohl da jetzt 2 Spieler von Rage gleich wieder reinstürmen. Und der eine Spieler noch in Dark fällt jetzt auch und damit ist B wieder unter Kontrolle von Rage. Die mittlerweile auch die Mitte schon wieder gut besetzt haben und damit den C-Lock weiter gut halten. Ja, Ravish jetzt mit einem wichtigen Kill und das sollte jetzt die B-Flagge mal bringen. Wobei wahrscheinlich aber ist Ravish jetzt hier durchgebrochen. Bisher ein grottenschlechter Start von Tiger. Nur 3 Tickets haben sie bisher Rage abgezogen. Jetzt haben sie immerhin mal Kontrolle über B, sind damit 3 Mann gerade drauf. Wobei sie jetzt aufpassen müssen, dass sie C nicht verlieren. Wobei da es auch gerade wieder aufs 1 gegen 1 ankommt. Ja, was jetzt gewinnt. Ja, was Rage für sich entscheidet und damit Rage direkt auf C rotiert. Gut gesehen auf jeden Fall. Mars und D-Rex waren das, glaube ich, die da rotiert sind. Ja, Triple Cap, glaube ich, oder? Ja. Jetzt gehen sie auf den Triple Cap und wir haben A spawn, soweit ich weiß. Ja. Das gesamte Team hinten bei A gespawnt. Ja, auf jeden Fall Rage, die Favoriten im Spiel, die haben einfach über die letzten Monate viel mehr Spielpraxis sammeln können. Ja, und positionieren sich auch gerade viel, viel besser. Also ich sehe, Riverside ist zumindest noch offen, aber da die Mitte gut abgedeckt wird, kann man das eigentlich vergessen. Jetzt sind sie über B lang durch. Einen Spieler haben wir jetzt schon in Dark. Der jetzt da im B-Hattel steht, der zweite Spieler mittlerweile auch nachgerückt. Aber Dirix. Ja, war das. Pauli räumt da gut auf, bekommt noch einen Spawn und damit hat Rage wieder Kontrolle über B. Ja, Pauli aktuell 7-0. Fällt jetzt aber. Er spielt noch flawless. Turbo Putin auch. Hat jetzt den ersten Tod. Und jetzt hat und Pauli seinen ersten Tod. Ja, Tiger echt gut gepusht und haben jetzt zuerst mal richtig Kontrolle über das Spiel. Ist Tripcap, ja. 3 Mann Wipe und direkt einen Tripcap geholt. Sehr, sehr gut. Obwohl Rage jetzt auch schon wieder in C drin steht. Wo ist der Rest gespawnt? Auf der Straße sind die, Richtung B. Wurden aber schon gespottet. Stehen aber jetzt wieder in C drin. Jetzt hat quasi Tiger das erste Mal den C-Lock quasi umgedreht. Wolverine versucht hier den Backrage auf B, wird auch den ersten Frag kriegen. Versucht noch den zweiten, aber Maxman zieht den dann weg. Steht da hinten im B-Headglitch. Tiger direkt mit 3 Mann wieder B belagert. Einer läuft jetzt Riverside schon durch, könnte gleich C flankieren. Ich weiß nicht, ob Rage das schon mitgekriegt hat. Scheint noch nicht gesehen zu haben, aber wir stehen da mit 2 Spielern vom Eis. Q4 holt noch einen, wird jetzt wahrscheinlich gleich, rettet sich noch in den Headlitch. Jetzt ist 1 vs 1 auf C. Mhm. Tiger rückt aber schon nach von Mitte. Noch auf A mit Backrage, der hat nicht geklappt. Von Ravish, der jetzt A allein unter Kontrolle bringt. Putin rotiert schon wieder zurück. Jetzt verlagert sich das Ganze gerade mal so ein bisschen auf B weg. Und das hat Tiger vielleicht auch gemerkt, dass es noch 2 andere Flaggen gibt. Einen krassen Flank auf A kriegen. Ich weiß nicht. Pauli steht noch oben auf C, wartet wahrscheinlich auf den Spawn. Weil er sich wahrscheinlich nicht traut, C allein jetzt zurückzunehmen. Sie ja, aber Tiger echt wieder Autohaus zurückgekommen in die Partie. Ruhe 4 also. Noch hin und her rennt. Ja, sie haben jetzt, das ist fast wieder ausgeglichen, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, und Pauli kriegt den Flank, 2 Kills jetzt. Pauli rollt auf. Er hat da nicht auf den Spawn von seinem Team, wenn man gewartet hat, er auf den Spawn von Tiger gewartet, damit er gleich 2 Kills holen kann. Baut seine KD weiter aus, 10 zu 3 steht er jetzt schon. Stark. Und Rage währenddessen wieder auf B mit 4 Mann gepusht. Sollten jetzt aufpassen, dass sie nicht so weit wegkommen. Aber einer steht schon wieder bei C und Rage hat, Tiger hat einen C-Spawn. Rage war eben den Tripcap komplett umgedreht, also von den Rotationen her ist es echt top, was beide Teams hier gerade abliefern. C sollen sie jetzt durch sein. Ja. Aber guck dir an, wie Rage steht.
Einer legt zwei links, zwei rechts, einer Mitte. Das ist direkt wieder darauf vorbereitet, den abzufangen. Also man merkt schon, dass sie deutlich mehr Spielpraxis haben, während Tiger sich gerade so auf einem Haufen in C bewegt. Ja, und komm jetzt vielleicht mal raus oder rüber. Und das Parkhaus versuchen wir jetzt wahrscheinlich auf B zu kommen. Oder halt, wir haben einen durchgebracht, eine A, glaube ich, zwei Stück jetzt von Tiger. Ja, Tobo Putin hat sich da ein bisschen verschätzt, hat seine Position kurz verlassen und da konnte Tiger dann durch mit zwei Mann auf A. Jetzt haben wir 2 gegen 2 auf der A-Flagge. Ja, die kriegen den Backrush rein. Ravish alleine jetzt. 1 gegen 1. Headcrit steht da. Vielleicht entscheidet jetzt über die Flagge. Beide sehr defensiv rangegangen. Und Wolverine holt den, kriegt noch den Spawn. Ne, jetzt hat der Padmaster was. Also jetzt wieder eine 2-Flaggen-Lock von Rage oder ein 2-Flaggen-Bleed. Oh, Next Man war Tiger steht gerade in der Mitte noch. Schon. Kommt aber da jetzt nicht gerade raus. Ein Spieler bei River, Toro Putin, der da wieder gut steht. Der steht oft ziemlich gut gerade in diesem Match, muss ich sagen. Aber schon eine 13 zu 6, also über eine 2er KD. Das in so einem Spiel, das ist schon nicht schlecht. Mhm. Und Tiger mal einen kurzen Split-Hold gehabt, A und C, aber C wird jetzt von Rage wieder geholt, währenddessen aber Blink B. Ja, du kannst auf dieser Karte auch nicht dauerhaft ohne B spielen, das ist einfach unmöglich. Weil B einfach zu zentral liegt, weil du zu C perfekt reingucken kannst, weil du A super flankieren kannst über den Shop. Pauli eingekesselt gewesen von 4 Spielern. Aber wir haben schon wieder ein Backrange auf C. Tiger hat keinen mehr auf C stehen und das sollte eigentlich wieder bedeuten, dass die C-Flagge jetzt wieder an Rage geht. Ja, fängt an zu blinken. Und auch A wird gecaptured. Haben beide auf beiden Flanken keinen Verteidiger mehr stehen, verrennen sich so ein bisschen auf B. Also die Aufteilung und Kommunikation scheint gerade noch nicht ganz so zu laufen. Wobei aber der Ticketunterschied noch nicht wirklich so groß ist wie vielleicht die taktische Überlegenheit von Rage hier. Ja, Tiger braucht einfach wieder nochmal einen soliden Hold, dass sie das nochmal ein paar Tickets zurückholen können. Ja, aber dieser Ein-Mann-Push ist jetzt auch wieder auf A. Das klappt oftmals nicht. Jetzt spawnt einer bei Rage nach und jetzt wird das auch wieder an Rage zurückgehen wahrscheinlich. Ja, aber A wurde geholt, aber A auf A jetzt 1 gegen 2. Ja, die sind damit, 2 Mann sind danach gespawnt, dann ist das weg. Die machen das gut. Und jetzt pushen Tiger wieder mit einem Mann nur rein. Wäre der Callout gekommen, dass da 3 Leute wären, hätte er das vielleicht nicht gemacht. Er vielleicht auf den Spawn gewartet. Tiger jetzt auch wieder ein Trip Cap für Rage. Kompletter Wipe. C-Spawn haben sie immerhin gekriegt. Wie so oft auf dieser Map. Das eigentlich auch das stärkste Lock ist, wenn man hier AB spielt. Hm. Wieder nur 2 im Leben. Jetzt sogar vom Auto aus. Jetzt immerhin wieder ein 3-Mann-Wipe bei Tiger gewesen. Spawn nachstehen, alle wieder auf einem Haufen. Können da super weggeholt werden. Mich wundert, dass sie sich überhaupt nicht viel schneller wegschießen. Ich erinnere nochmal dran, Friendly Fire ist hier an. Wenn man da so auf einem Haufen steht, also ich weiß nicht, wie viele Teamkills ich da schon gemacht hätte. Jetzt Tiger wieder Split, wieder AC. Versuchen jetzt wieder was zu machen da. Maxman alleine. Aber jetzt guck dir das an. A, wird aber wieder geflankt. Rage mit 3 Mann direkt wieder auf A, einen auf B stehen gelassen. Der C-Push fehlgeschlagen, jetzt kriegen sie bestimmt wieder Spawns auf C. Also die Aufteilung eigentlich gerade sehr, sehr gut bei Rage, obwohl das jetzt knapp wird. Ja, Tiger mit 3 Mann auf B gepusht. Haben aber C dafür wieder komplett alleine gelassen. Ja. Aber Ripper kann jetzt zumindest aber jetzt sagen, dass 3 Leute noch auf A waren. Also könnte ich jetzt einen Ruheflash aufbauen. Ja gut, obwohl von A finde ich den Aufbau auf dieser Karte deutlich einfacher als von C aus. Ja, aber du weißt es zumindest, dass die 3 Leute ganz hinten bei A standen und dass es erstmal dauert, bis die wieder in der Action sind. Aber Rage macht jetzt auch den Fehler, den viele Teams machen und lassen River völlig außer Acht, wobei River eigentlich jetzt frei wäre, um mal auf C zu rotieren. Es dauert ein bisschen, aber immerhin hat man dann einen C-Backpush, der eigentlich auch meistens ganz gut klappt. Ja, ich schätze mal, die Runde wird höchstwahrscheinlich an Rage gehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die den 2-Cap wieder brechen, wieder einen Hold kriegen. C blinkt auf jeden Fall wieder. C
Tiger sollte jetzt gucken, dass sie die Runde halt mit einem relativ geringen Ticket-Verlust hier beenden, dass sie in der zweiten Runde noch eine Chance haben. Aber Rage hat jetzt B gepusht und hat C, ja gut, C gerade wieder verloren, aber jetzt immerhin wieder ein 2-Flag-Burn. Obwohl Tiger auch mit zwei Mann wieder auf B pusht, aber viel zu früh geschossen, viel zu früh wieder verraten. Und gleich fällt auch der zweite wahrscheinlich noch. Rage kriegt noch Spawns, einer gegen drei. Ja. 22 Tickets noch. Aber Grube 4 hält sich locker. Hält sich ganz gut da. Ein Mann jetzt auch auf B. Und Partmaster holt das 1 vs 1. C ja, gerade überhaupt nicht. In irgendeinem Besitz. Jetzt kommt Rage langsam mal auf den Gedanken, die sind. Ja, jetzt mit dem Trip Cap, das wird's gewesen sein. Weil Max zieht hier auf jeden Fall stark nochmal drei Leute. Ich hätte einen höheren Sieg erwartet von Rage. Also zu 70 Tickets. Ja, aber es ist halt auf jeden Fall schon ziemlich hoch, um in der zweiten Runde noch eine Chance zu haben. Wir können auch nicht mehr den. Und damit ist es 0 zu 68. Wird auf jeden Fall hart in der zweiten Runde. Klar, am Anfang hat man jetzt vergessen, die Flagge, glaube ich, einzunehmen, aber das wird jetzt nicht der Grund gewesen sein, warum man am Ende so verloren hat, beziehungsweise so hoch. Aber das ist halt eine Ticketzahl, die holt sich schwer raus, wenn du das im Hinterkopf hast, dass du nicht unter 68 Tickets fallen darfst. Ja. Aber D-Rex hat noch stark aufgeholt mit den Frags, 27 zu 12 jetzt am Ende. Ja, Putin eigentlich dafür, dass der, glaube ich, so auch einen starken Start hatte. Aber gut, können nicht alle hohe Frags machen, sind ja auch nur 5 Gegner immer da. Ne? Ja, obwohl ich muss sagen, dass Putin auch oftmals alleine bei der Statue stand oder dann zurück zu A rotieren musste. Und das ist natürlich auch blöd, wenn er da so allein gelassen wird. Aber er hat das ganz gut gemacht. Ja. Tiger spielt ja auch noch mit einem Spieler, der halt auch nicht mehr so Battlefield spielt, also... Rage Simpro ist jetzt, glaube ich, auf dem Weg zu Rainbow Six Siege. Ich will ihm jetzt auch nicht zu nahe treten, aber man hat es eben auch an seinen Frags gemerkt, an seinen Duellen, die er hatte. Ja. Ja, man muss sich halt auch mit dem Spiel wirklich beschäftigen, um mittlerweile noch irgendwie mithalten zu können. Also, eigentlich sind alle Posis mehr oder weniger bekannt und es kommt jetzt häufiger auf die 1 gegen 1 oder so Duelle an. Und nicht mehr unbedingt auf, dass man irgendwie ein gutes Stellungsspiel macht. Klar, weil jeder kennt den größten Headglitch auf der Map. Gucken wir in die zweite Runde, ob Tiger da was reißen kann, das große Comeback starten kann. Obwohl ich auch sagen muss, dass mit den CTE-Patches, als der Headglitch rausgenommen wurde, diese Map eigentlich seitdem völlig anders gespielt wurde. Es gibt hier so viele heftige Headglitches, die mittlerweile gar nicht mehr gespielt werden können, weil das eben rausgepatcht wurde. Ja, stimmt, dieses aus der Hüfte schießen haben die jetzt gemacht, ne? Dass du nicht mehr aus dem Kopf schießt, sondern irgendwie. Die Kugeln kamen ja vorher quasi aus der Mitte deines Bildschirms, also quasi aus den Augen des Soldaten, nicht aus dem Lauf der Waffe. Das heißt, der Gegner hat quasi einen halben Kopf gesehen, er konnte aber rüberschießen. Derjenige, der im Headlitz stand, das war eben dieses Problem, was es gab. Und jetzt haben sie das ein bisschen geändert. Sehr cool bei der Spectator-Kamera, dass läuft. Du nicht durch das Glas fahren kannst damit. Das muss erst durchschossen werden. Ja. Okay, Tiger in Rot. Rage in Blau. Und Rage geht jetzt mit drei Mann über River. Das habe ich auch selten gesehen. Nee. Doch. Das habe ich wirklich selten gesehen. Mit zwei Mann auf Statue und einer rotiert direkt hinten zu A. Gut, da Simpro schon weggeholt. Der Fight auf B geht allerdings an Tiger. Aber es hat sich gelohnt, dass sie mit drei Mann auf A zurückrotiert sind. Jetzt müssen sie nur gucken, dass in C nicht wieder weggecappt wird, was nämlich jetzt gerade der Fall ist. Aber an sich keine schlechte Idee. Ich weiß nur nicht, ob das hätte sein müssen, mit drei Spielern gleich A zu pushen. Ich glaube, zwei hätten da auch locker gereicht. Stark. Aber Tiger hat dann auch erkannt... dass die nicht mehr den A-Retake versuchen sollten bei drei Spielern, sondern einfach gesagt haben, alles klar, wir gehen auf C durch, nehmen uns die Flag. Ja, schnell reagiert. Wobei sie jetzt gerade wieder auf A gehen. Zweimal noch im Shop, aber sie stehen da gut mit zwei Mann jetzt immer noch.
Aber die Tickets sprechen noch eine ganz andere Sprache. Das sieht noch ziemlich gleich verteilt aus. Rage gleicht jetzt gerade fast die Tickets wieder aus. Jetzt haben sie einen Gleichstand. Aber wir erinnern nochmal, Tiger muss hier mit mindestens 68 Tickets gewinnen, sonst ist das Ding nicht mehr drin. Und das ist ESL hier und das geht nach Tickets. Tiger konnte jetzt aber B halten gegen drei Spieler und auch die Respawns jetzt nochmal gekillt. Aber jetzt geht das Outhouse wieder auf und damit eine weitere Möglichkeit für Rage wieder rauszupushen, was auch gerade mit zwei Spielern geschieht. Mit drei Spielern mittlerweile, da kommt der Spawn noch. Kriegen auf jeden Fall Tiger da mit einem Mann jetzt auch auf B. Ja, das zwei gegen drei jetzt. Gewesen sein, obwohl er noch einen Spawn kriegt. 2 gegen 3, 2 gegen 2. 3 gegen 2 jetzt für Tiger. Und Ravish läuft einfach an den vorbei. Was war das denn für ein Move? Alter, das. Da hat er keine Augen gehabt. Oh, und das ist war gerade wieder. Ins Parkhaus gelaufen und auf der Kiste stand. Vielleicht wieder ein bisschen zu viel. Rage eben mit 3 Mann auf A rotiert, die leer war, die Fleck. Natürlich zu viele Leute da investiert. Und Tiger hält tatsächlich hier noch länger den 2-Cap, also. Ja, Tiger jetzt in Führung, also scheint wohl ein bisschen angespornt zu sein. Rage verläuft sich gerade so ein bisschen in der Mitte der Map. Einer jetzt in Eis, ist gezogen von Grube, hält da auf jeden Fall die C-Flag, aber B blinkt, glaube ich. Zwei Mann sind sie noch auf C, einer ist weggefragt, jetzt pushen sie zu 2-3. Der kriegt immer noch einen Spawn. 3 gegen 2 jetzt auf C. Zwei Mann im Eis, also jetzt sollten sie mal gemeinsam rauspushen. Max hält allein die B-Flagge. Ravish macht den Na gut, hat jetzt 2 Spawns gekriegt. Ja, C wird auch gehalten, glaube ich, wenn da kein anderer Frag kommt. Wobei Rage. Nein, nee, Rage kriegt, wird C kriegen. Ja, aber sonst ist ein starker Beginn von Tiger. Also ganz anders, als wir es in der ersten Runde gesehen haben. Rage strauchelt hier schon so ein bisschen. Das ist 1 gegen 1, jetzt noch auf C. Ja. Vom Rainbow Six Profi. Was schafft sich da die erhöhte Position? Während ich mich schon wieder mit meiner Kamera in der nächsten Glaswand verirre. Ja, da müssen uns die Spieler ein bisschen helfen, die Map ein bisschen offener machen, dass wir da ein bisschen mehr rinfahren können. Verstehe jetzt auch nicht, wieso Rage mit 3 Mann auf A gespawnt ist. Na gut, der Rest wurde weggewiped, okay. Sollten ja, sie jetzt länger als mal den B-Push gehabt, ne? Also sie sind ja, aber ein Rage aufgeholt. Kriegt es aktuell immerhin mal hin, mit mehreren Leuten gleichzeitig zu pushen. Bis jetzt vielleicht mal B wieder kriegen werden. Stehen da noch mit 3 Mann. Aber die beiden Spieler von Tiger, die Deck B stehen, in dem Head und Stab B, die sind natürlich gefährlich. Die kriegt man da schwierig raus. Ja. Jetzt 1 gegen 2 noch. Ein Mann von Rage noch. Da kriegt jetzt einen Spawn. Jetzt haben wir einen Triple Cap. Für Tiger. Stark. Vielleicht wird's da doch noch das Comeback. Und die wissen, dass die, glaube ich, A gespawnt sind und die können A jetzt nochmal locken. Aber C blinkt. Nee, C. C haben sie auf jeden Fall. A auch gerade stark 2 Fracks geholt. Auf jeden Fall bei Tiger jetzt Turbo Putin negativ gegangen mittlerweile. Während Ravage zum Beispiel 11 zu 5 schon steht. Muss da aufpassen, dass Ripper hier in der Mitte nicht fällt. Jetzt fällt er. Damit ist der Weg für Rage jetzt durch die Mitte erstmal frei. So, auf den einen Spieler, der sich noch hartnäckig. Die beiden Spieler, die sich hartnäckig halten. Und. Der war wichtig für Simpro. Ja, Simon und kriegt einen. Valve. Und kriegt noch den zweiten. Oh, und rettet es noch. Hält Stark damit gemacht. Die B-Flagge. Damit Rage jetzt im zweistelligen Ticketbereich. Also jetzt mittlerweile über 50 Tickets Unterschied, das ist schon echt stark.
Mal sehen, ob es doch noch das Comeback gibt. Es sieht aktuell so aus. Irgendwie scheint Rage komplett die Kontrolle verloren zu haben. Es spielt völlig anders. Ja. Ja, momentan die Top-Fragger für Rage halt Ripper und Ravish, weil mit 12 Kills. Und auch Simon halt, also Simpro mit 10 Kills hält sich auch wirklich gut. Der letzte Runde, ja 0,5 KD gespielt hat. Ja. Kriegt hier auch die Info, dass die Straße gepusht wird auf B. Wird jetzt aber gezogen und der Headglitch ist jetzt hinten bei Rage. Wird aber sofort wieder gegengefragt von Max. Kriegt die Rex hier weg. Wie lange sie, lang sie jetzt auch den Burn halten? Das ist echt heftig. Den C Trap haben sie gerade ganz gut. Tiger hält das ganz gut. Mit dreimal pusht Rage jetzt aber über Statue, wo nur ein Mann steht. Gut, da stehen zwei mittlerweile. Statt eben zumindest nur einer. Ja. Max aber Tiger verteilt sich jetzt viel, viel besser. Ja, aber A wird jetzt, glaube ich, gezogen. Die Statue fällt jetzt auf. Ja, das sollte es gewesen sein. A und C jetzt also gleich wieder unter Kontrolle von Rage. Gucken, was Tiger darauf antwortet. Die eben bis auf zwei Mann gewiped gewesen. Ja, wobei die sagen jetzt nicht, dass die A rein. Ja, die lassen jetzt B aber nicht außer Kontrolle. Die haben immer welche noch bei B stehen. Ja, den Fehler haben sie nämlich letzte Runde gemacht, dass sie gerade B, die Flagge, die hier so enorm wichtig ist. Ich meine, auf die anderen beiden kannst du ja schnell rotieren, aber B jetzt außer Kontrolle zu lassen. Und jetzt ist es nämlich geschehen. Jetzt hat Rage die B-Kontrolle und das wird, denke ich mal, das Spiel jetzt wieder ein bisschen in die andere Richtung bewegen. Auf jeden Fall. Ja, das sieht man auf jeden Fall. In der ersten Runde hat jeder versucht, irgendwie einzeln eine Flagge zu ziehen. Jetzt sagen sie, wir holen uns erstmal ein paar Frags, bevor wir auf eine Flagge gehen. Spielen das ein bisschen kontrollierter. Rage jetzt den sehr, sehr unkonventionellen A-Burn, der auch nicht lange dauern wahrscheinlich wird. Ja, okay. Obwohl der C-Spawn, den gab es zwar, aber der Spieler wohl direkt von Puttmaster wieder weggeholt. Deswegen jetzt C auch noch unter der Kontrolle von Rage. Jetzt aktuell wir ein bisschen Tickets gut machen, aber immer noch hinten liegen. Ja, Gruber hat den Backspawn bekommen. Ist hier bei C mit 2. Oben Brücke gespottet. Wenn sie jetzt den Push ein bisschen gezogen, stärker hinkriegen. Ja, C sollte jetzt... Ich verstehe jetzt auch nicht, wieso Rage noch nicht auf A rotiert. Halten B auch aktuell nur mit einem Mann. Ripper zieht zwei wichtige Kills hier. Jetzt aber aus den dem Eis den Einspieler haben sie noch übersehen. Jetzt sehen sie. Stehen da gerade aber noch mit 3-4 Mann auf C, also das sollten sie wohl halten. Und jetzt wird auch B wieder gecapt, damit wieder ein Trip Cap für Tiger. Was ist denn los hier? Und haben natürlich noch drauf gut an. 30 Tickets oder 35 Tickets zum Weggeben. Ja, Rage hat den A-Spawn immerhin gekriegt. Zieht jetzt A erstmal, wird aber im C wahrscheinlich ein bisschen knapp. Oh, obwohl D-Rex da stark zwei Frags holt. Wenn er jetzt noch vielleicht einen Mann zur Unterstützung bekommt. Nein, aber er entscheidet sich rauszurotieren aus C. Oder über. Nein, er entscheidet sich auf B zu gehen, obwohl. Auf C auf B zu gehen, obwohl B nämlich relativ. C relativ frei gewesen wäre. Ja, wir halten jetzt mit drei Leuten B. Ja, das haben sie sich gerade stark gemacht im Auto aus. Die beiden Frags waren enorm wichtig. Im Padmaster. Skriver, Mitte steht noch einer. Ja, und jetzt werden sie so ein bisschen der nervös wahrscheinlich auch. Ja. Denken, die müssen jetzt auf jeden Fall eine Flagge kriegen. Und das könnte jetzt das gewesen sein, dass sie jetzt halt gelockt werden und nicht 20 Tickets noch. 20 Tickets haben sie noch zum Spielen. Also bei 68 Tickets ist es vorbei. Ja. Ravish guckt mal über die Straße, sieht ein. Wird aber auch ausgespottet und gezogen. Stark davon Petmaster auf Distanz mit der M4. Ja, Rage steht jetzt wieder enorm stark und hält den A, B holt jetzt vielleicht auch mal ein bisschen länger. Obwohl jetzt auf A zwei Spieler durch. Der Spieler an der Statue hat es gemerkt. Fällt aber jetzt auch direkt ist down. Damit vier drei, Spieler vier durch. Mann jetzt vor A und können quasi durch. Über den Shop aber schon zwei Leute wieder zurückrotiert. Ja, aber die haben gefaked. Die haben also gefaked. Das stark die gemacht. Mit drei Leuten sind die in B rein jetzt. Feige. Sehr, sehr stark gemacht. Rage jetzt quasi in A reingelockt, wobei sie auch sofort wieder rausrotieren, haben es wahrscheinlich gemerkt. Zwei Spieler jetzt über Mitte, drei Spieler. Und fluten B quasi sofort wieder. Zwei Spieler von Tiger noch da, einer noch
Und das sollte es gleich auch wieder gewesen sein. Simon kriegt da ein. Und das war's. Ein Mann noch am Leben. Nice. 58 Tickets. Oh, Ripper 55. Holt ihn noch und stirbt dann. Schade. Hätte er den Spawn nicht mehr gekriegt. Ja. Ich glaube, das war's. Geholt. Also, ja, das war's schon. Erste Map, wir sind jetzt schon drüber. Leider an Rage. Beziehungsweise leider. Sah halt echt nach einem großen Comeback aus. Mhm. In der Anfangsrunde einfach die viele Tickets liegen gelassen. Wenn man da halt nicht bis zum Ende konzentriert spielt, kann dir das in der zweiten Runde das Genick brechen. Aber wobei man noch sagen muss, dass Rage jetzt noch stark zurückgekommen ist mit den Fracks am Ende. Also am Anfang haben sie echt viele Tickets liegen lassen, teilweise eine 60-Ticket-Führung für Tiger. Aber Rage hat noch aufgeholt und wird das wohl jetzt auch noch so gewinnen, obwohl es jetzt ja auch nicht mehr zählt. Ja, wobei Tiger jetzt gerade den Triple Cap hat. Wollen jetzt auf jeden Fall vielleicht noch den Sieg haben. So. Für die zweite Map, die glaube ich Zabot ist. Auf jeden Fall eine interessante Map, eigentlich eine meiner Lieblingsmaps, Zabot. Zabot ist ja der Map-Pick von Tiger. Also mal gucken, ob sie auf der Map stärker sein werden. Chance haben sie ja noch, das Ganze wieder zu drehen. Ist ja ein Best of Three. Übrigens wird der Sieger gegen Viva antreten. Ja, stimmt. Death erhalten. Das haben Ganze wir funktioniert gehabt? Ja. Das Ganze ist ja Double Elimination. Das heißt, eine Niederlage darf sich jedes Team wohl erlauben, bevor es aus dem Turnier fliegt. Genau. Und das heißt, Team, was jetzt hier verliert, landet automatisch quasi im Loser Bracket Final. Und spielt dann aus dem Verlierer aus dem Match ihr gegen den Gewinner von diesem Match. Ja. Das heißt, wie es auch kommt, wie wir spielen gegen beide TNT Squads. Ja, irgendwie schon, ja. Nee. Muss ja nicht unbedingt sein. Das heißt, wenn eines hier gewinnt, ihr gewinnt das andere dann seid ihr im Finale, dann spielen die nochmal gegeneinander und wenn das nochmal der gleiche gewinnt, dann spielt ihr am Ende nur gegen einen. Ah ja, stimmt, okay. Also, aber wir spielen auf jeden Fall noch zwei Matches habt ihr. Ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, ist ja egal. Ja, und Tiger sieht so aus, als ob die Runde dann trotzdem am Ende noch verlieren. Schade. 3 Tickets. Ah. Müssen jetzt auf jeden Fall eine Flagge ziehen. Und das war's. Das reicht. Das ist ja jetzt eben noch fürs Ego. Aber trotzdem zu 19 Tickets noch gezogen. Auf jeden Fall viel, viel stärker als die erste Runde, die ja zu 68 Tickets ausfiel. Also erste Map geht an Rage. Ja. Und jetzt werden die Uhren auf 0 gestellt. Genau. T-Rex auch wieder Top-Fragger. Das scheint wirklich in Form zu sein heute. Ja, aber auch in der zweiten Runde auch Ripper und Ravish und Simon sogar auch stark gespielt, obwohl er hat nur eine Einer-Karte gespielt. Ja, Simpro hat auch Frags geholt. Hat auch Frags geholt, die wirklich, wirklich wichtig waren, auf B zum Teil auch. Spielt man auf Zabot deiner Meinung nach so ein bisschen mit Engineer oder einfach komplett wieder Full Medic? Das kommt drauf an, wie jedes Team das sieht. Also, es macht natürlich Sinn. Das ist natürlich eine der Maps, wo man eher mal mit einem Pio spielt. Obwohl ich auch so meine ein, zwei Wände habe, die ich auf Shanghai gerne kaputt mache. Um da dann gewisse Headlitches zu spielen. Aber auf Zabot ist es auf jeden Fall...